Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar da Halo und Trend momentan stillgelegt sind, bringe ich jetzt was anderes, und zwar einfach nur ein Video, wo wir labern. Mit mir dabei ist der Epic. Morgen. Und der DJ Paddy. Moin moin, was geht? So, wir sind übrigens hier gerade in Delta Force, Teamspeak Link. IP übrigens in der Videobeschreibung. Und ja, was habt ihr so die Woche erlebt? Ja, ich hab mit meiner Freundin ja ein bisschen gezockt und so. Läuft. Und hab halt mit Epic rumgemacht, wie immer. Ja, das war ganz toll. Ja. Aber ganz ehrlich, wir müssen uns alle dreimal wirklich mal treffen. Ganz ehrlich. Eigentlich mal so richtig schön Zockerabend machen oder Zockerwochenende oder irgendwie sowas. Ah ja? Los, Alter, klar. Komm her, Dreierladen, los. Ja, ich komm mit meinem Rechner, ne? LAN-Party, Junge. Ah ja, irgendwann müssen wir das wirklich noch machen. Ja, ja. Na klar. Und Daniel, was hast du jetzt so gemacht? Ich? Nichts Besonderes. Mich aufgeregt, außer dass mein... das gestern. Dass mein Rechner technische Probleme hat, da ich dieses Projekt nicht mehr weiter aufnehmen kann, dieses Trend. Und da ich den PC nochmal resetten muss, bleibt auch Halo für weitere paar Wochen auf Eis stehen. Wann kriegst du jetzt eigentlich deinen neuen PC? Ach, da steht doch in den Sternen. Das wollte ich auch gerade sagen. Wollte ich gerade so sagen. Steht doch in den Sternen. Er steht auch richtig in den Sternen, wirklich, Alter. Oh, erst labert er mich voll von wegen, er holt sich für 2000 noch was so einen Rechner, Alter. Und dann, ist nicht, nein. Nein. Ja, war aber wirklich geplant, der Rechner. Ja. Der Rechner war wirklich 100% geplant. Kam aber leider anders, als es sein sollte, und ja. Ja. Hab ich gemerkt. Ja. Auf jeden Fall, wenn ich denn den neuen Rechner... Aber wenn du schon das Thema so angeschnitten hast, kommen auch Battlefield 4 Videos von unserem Delta Force. Nichts gegen Delta Force, ja. What the fuck? Legerei, ja. Was denn? Ich habe Nachricht bekommen. Wenn man ich sag doch nicht mal was über Delta Force. Ich sag nur, dass wenn ich gleich in meinen Rechner habe, ich gleich auch nur aufnehmen kann, ey. Meine Freundin hat mir geschrieben. Was schreibt die Olle denn so? Ich liebe dich. Ja, ey, da gab's so eine Story, ne? Wir waren so im Teamspeak mit seiner Freundin und wir wollten so ein Battlefield spielen. Und er wollte seine Freundin rufen und hat sich sehr gut rausgeredet. Er meinte so, du Schlampe. Nee, hey, warte, Schlampe, es war, hey Schlampe war das. Und sie so, hast du mich gemeint? Er so, nein, ich hab Daniel gemeint. Und dann hat er noch später gesagt, hey Zockerin, ich so, hast du mich jetzt auch gemeint oder was? Nee, damit hab ich Schatz gemeint. Ja, mit dem ersten aber auch, ey. Ey, wenn sie das Video sieht, bin ich am Arsch, ne? Würdest du doch nie sehen, ey. Außer es wird wieder 200 Aufrufe haben. Ja. Oder ich schicke dir einfach den Link. Ja. Also Schatz, das war doch nicht mit Absicht. Jetzt schon mal ausreden und so, ja. Ja. Kannst du schon mal ausreden, überlegen und auf ein Blatt schreiben, weißt du doch, damit du schon mal vorüben kannst. Falls ich brauche nicht vorüben, dann... ich mach einfach. Freestyle und so. Ja. Freestyle, Junge. Freestyle. Lass das mal wirklich mal machen. Lass einfach mal so einen Tag komplett zusammen einfach mal was machen. Ja. Wird schwierig, ich fange jetzt an zu arbeiten im August. Ja, werden wir schon hinkriegen, nimmst du dir Urlaub nach den 4 Monaten, sind das glaube ich, Probezeit, wa? 4 Monate. 6 Monate? Wow. Yep. Okay, 6 Monate, nach der 6 Monaten Probezeit darfst du dir Urlaub nehmen. Ja. Du hast also 31 Tage oder 32? 24 Tage. Okay, hast du anscheinend weniger als ich bekommen. Und dann nimmst du dir halt, keine Ahnung, ein paar Tage. 2-3 Tage und dann passt das, dann können wir uns alle treffen und dann passt das. Ja, mal einfach so ein bisschen Zocker machen oder irgendwie sowas. Müssen wir aber dann auch entsprechend gucken, was wir machen, ne?
Ja. Und wo außerdem? Ja. Ja. Weil wir müssen irgendwie gucken, wie wir hinkommen, beziehungsweise... Na, hinkommen ist da kein Problem, ne? Ja, die Deutsche Bahn ist ja da. Nur die Sache ist, wo? Zu wen? Flixbus ja. Und so, da ja, geht alles. Also ich würde so sagen, so, ne, wer hat von uns das beste Internet, da geht's hin, ne? Ja. Da geht's hin, also zu dir. Wieso zu mir? Weil du das beste Internet hast. Wieso hab ich das beste Internet? Weil du ja mit noch was MB hochlädst. Ja. ohne Scheiß, ich hatte so eine... Ey, mega Story des der Woche, ohne Scheiß, ne? Ich ruf so bei Kabel Deutschland an, wegen einem neuen Modem für Internet, ne? Ruf so an, pipapo, rede so und frag sie so, wie viel würde es kosten, auf eine 50k-Leitung abzugraden? Die so, ja, bla bla bla... Insgesamt 35 Euro würde es dann kosten im Monat. Ich so, okay. Was für eine Leitung hatte ich denn jetzt bis zu dem Tage, als ich angerufen habe? Und die haut mir eiskalt raus, 8K. 8000er Leitung. Das ist noch... Diese Leitung gibt es schon seit 5 Jahren nicht mehr. Wir haben die schon über 5 Jahre, diese 8K-Leitung gehabt, Alter. Ich dachte mir, what the fuck, 8K, was soll das denn, Alter? Das war früher so Einsteiger, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja. Für Leute, die wenig Internet nutzen. Damit sind sie da bei dir falsch. Ja, hab ich ihr auch gesagt, so, weißt du, als sie mir das erzählt hat, ich so, oh, da sind sie aber bei mir falsch. Jetzt machen wir nur noch ab 25K. Okay, gut zu wissen. Bei jeder Leitung schön Glasfaser gleich dabei. Ja gut, ab August habe ich auch 50k-Leitung, also mal gucken. Die Sache ist halt, dass mein Bruder hier auch einzieht und so weiter. Ach, und der Freundin macht mit. Und so. Er zockt kein Battlefield. Ist ihm zu brutal. Oh, was? Ist er etwa ein Xboxer? Nee, der ist ein Rennspiel-Suchti. Hey, da kann er mit mir The Crew spielen. The Crew, scheiße, habe ich durchgezockt. Maul, wir spielen Battlefield, hallo? Du bist voll langweilig, ey. Ich spiele alles Mögliche. Ey, ich teile mein Paddy nicht, hallo. Meins. Er teilt sein Paddy nicht, hab ich jetzt erst getroffen. Wie kommst du darauf, dass ich dich teilen will, hallo? Weiß ich nicht. Wie ihr merkt, Leute, in diesem Clan herrscht eine sehr, sehr... Nicht gegen Schwule. Sehr gute Atmosphäre. Ja. Ey, wir haben einfach nur Spaß, ja, das muss dabei sein. Richtig, ohne Spaß läuft nicht. Genau. Eigentlich will ich eine rauchen. Nein. Ach ja, genau, der DJ. Balkon oder in die Küche gehen. Nein, ich kann auf den Balkon gehen. Hab ich schon gesagt, entweder auf den Balkon oder in die Küche. Achso, ja, ich habe ich mal nicht ganz so verstanden. Achso. Naja, er muss immer rausgehen. Ja, ja, nur weil du im Zimmer rauchen kannst, du kleiner... Piep! Olem. Sein nachgeahmtes Piep. Ja. Ja. Aber nimmst du jetzt eigentlich nur auf oder spielst du auch was dabei? Nee, ich nehm nur auf. Ich bin doch gerade erst aufgestanden, ey, hallo? Ja, wo ist denn mein Kaffee? Ja, ich hab hier schon die dritte Tasse. Immer diese Praktikanten, die nix können. Ja, ist so. Schatzi, wo ist mein Kaffee? Was? Wo ist mein Kaffee? Meinst du damit mich? Ja. Also, ne, falls du das Video siehst hier, Bitch oder was? Sammy, falls du dieses Video siehst, ne, du siehst, ne, du hast keine Chance, ne, gegen Epic hast du einfach keine Chance, du kackst ab. Aber ich glaube, dann hat aber Epics Freundin was dagegen. Ja, dann, Epic Freundin, ach, ne? Los komm! Epic Freundin, du kackst ab gegen Paddy, du kackst ab. Ihr habt keine Chance, ne? Männerliebe hält ewig. So ist es. Männer verstehen sich besser als Frauen und Männer. Ja, weil Männer wissen, was Männer wollen. What the fuck, Alter, was laber ich hier für eine Scheiße? Oh Mann, ey. So, ihr Schwachmaten, ich geh jetzt mal kurz an der Rauchen. Ja, bis gleich. Ich mach mal hier kurz eine Pause. Doch, bis gleich.
Oh Mann. Nimmst du immer noch auf oder machst du Pause? Vielleicht cutte ich raus, vielleicht auch nicht. Wenn es witzig wird, lass ich drin. Also eigentlich, weißt du, was du machen musst? Du musst ein drittes Schnur das alles aufnehmen und einfach laufen lassen, ohne zu schneiden. Einfach laufen lassen. Und hochladen. Ja? Ja, einfach rendern und hochladen. Mach ich. Ja, ich weiß. Lass nicht immer alles schneiden. Mach ich auch nicht. Ich meine, vielleicht schneide ich nur die Pause rein, wenn nicht raus. Auf jeden Fall nimmst du gerade auf hier im Teamspeak. Ja, ich weiß. Du Lappen! Selber du Lappen, ey. Was Lappen? Oh, ich bin ein Rauchen, Madame. Jo. Naja, das Gespräch wurde aber leicht homosexuell hier, ne? Ja. Wir dürfen das. Stimmt. Wir haben alle Freundinnen, naja, fast. Ja. Wir dürfen das. Ja, doch, Daniel hat ja auch seine... Ja. Fünfte Hand. Ah ja, stimmt. Hä, hey, was nicht für fünfte Hand, Junge, Alter? Ich habe eine Freundin. Das will ich sehen. Ja gut, ich schick dir WhatsApp mit. Was? Ohne auf Google zu gehen. Ohne auf Google zu gehen. Mach eine Bildschirmaufnahme, sonst glauben wir dir nicht. So. Du kannst mich mal. Screenshot, am besten Screenshot machen mit dir zusammen. Du und deiner Freundin zusammen. Jetzt will ich boah, jetzt geh nicht eine rauchen, du nervst. Meine Mitteilung, ich höre euch, ich hab die Anlage an. Nimm dein scheiß Handy mit. Ja, nehm ich mit. Fotze. iPhone und so. Schnauze. Schnauze gesagt? Ja. What the fuck, ich find dich nicht mal mehr. Hab ich gelöscht? Nee, da ist er ja. Ach komm. Immer wenn ich dieses Bild mit dem Computer und dem Ventilator sehe, Alter. Oh Mann. Penny weiß ganz genau welches Bild, er hört mich. Schick mir ein Foto. Ja. Auch schon, ne? Ich bin auf dem Balkon. Trotzdem hören wir den Spacko, ey. Schlimm, ne? Ja, ey, wa? What the fuck? Und diesen Spacko permanent hören muss, ey. Oh Mann, mein Radiowecker war gerade an. Ich dachte schon, what the fuck, wieso ist jetzt Musik an? Nein, Patty, wir meinten dich nicht. So. Ich frech. So, ich schicke jetzt das Bild. Sonst willst du mich wieder bestrafen? Habe dich, ja. Oh Mann, ey. So. Das ist für euch, Alter. Was willst du denn, Junge? Ein Foto mit dir und deiner Ollen. Kann ich dir am Samstag schicken? Da bin ich wieder bei ihr. Schick mal, schick mal. Ja, am Samstag. Foto von der. Ich hab doch deine Nummer nicht auf meinem iPhone. Warte, mach ich. Dafür müsste ich extra auf Samsung gehen und bei Samsung weiß ich jetzt nicht, wo es ist. Freddy hat schon. Oh, Grafikhänger. Bild! Ein Bild! Alter, wie bildgeil die sind, ey. Oh! Hey. Ja? Ja? Ja, ne? Ne? Ja? Ja, ja. Ja, nicht ja. Schlecht. Nicht schlecht. Danke, danke. Meine Freundin ist zwar schöner, aber nicht schlecht. Alter! Fick dich! Es kommt ja nicht auf die Schönheit an, sondern auf das Innere. Das, wie, da hast du recht, ja. Wie weit du mit der Hand reinkommst. Was? Nein, Spaß. Nee, es ist eher innere, nicht so vorteilhaft, wenn es du die kommt auf Hand die inneren reinkommst. Werte an. Einer Frau und nicht auf die Schönheit. Auch wenn sie gerade, auch wenn sie Hammer aussieht, aber es kommt auch auf die inneren. Paddy, wie lange brauchst du denn um zum Rauchen, ey? Lass ihn doch. Ich will, dass er antwortet, weißt du. Der muss vorher noch rollen. Ja, der muss
Der muss vorher noch erstmal eine Nase Kokain nehmen, dann sich den Blunt rollen. Wenn ihr schön wollt, ne? Ich hab das ja gerade alles gehört. Ja. Glaub mir, werd nicht frech. Komm schon, bestraf mich, Baby. Das bestrafen will, wird gleich kommen, aber meist bei Daniel. Daniel kennt schon meine Sache, was ich mache. Hä? Und Daniel tut erst gut? What? Worüber redet ihr denn jetzt, Alter? Ich hab's gar nicht mitgekriegt. What the fuck, Alter? Kommt gerade irgendwie zu bestrafen? Denn zu Daniel? Denn so Daniel erklärt mal, du weißt ja, worum es geht. Hä? What the fuck? Oh Mann. Was laberst du für eine Scheiße? Was für Bestrafen schon wieder, Penny? Meinst du diesen YouTube-Link, den du immer schickst, wenn du mich kickst? Ja. Was? Ein YouTube-Link? Ja, den schicke ich ihn, weil er zu doof ist, bei GIMP Thumbnail zu machen. Ja, weil ich schwer, ein Photoshop-CC-Junge bin und kein GIMP-Junge. Dann schicke ich ihn dir nochmal. Hä, hey, was so? Watch out, ja, da hast du ihn nochmal. Willst du mich verarschen, Junge? Ich will doch keine scheiß Links. Kriegst du ihn nochmal? Ich kann das schon. Jetzt lass die Kacke, Alter. Ich hab voll scheiß Sounds von CUD und Scheiß hab ich mir installiert. Ich will sie weg. Achso, Epic. Jo. Wenn du auf seinen Namen gehst, ne, bei Teamspeak, oben in der Beschreibung ist der YouTube-Link. Okay. Du bist so ein Pisser, du bist so ein mieser Pisser, weißt du das? Ich weiß. Gut, dass du es weißt, ich rauche jetzt noch einen. Ich hol mir mal kurz einen Kaffee. Okay, jetzt deine Beschreibung passt schon eher. Naja, Operation Locker und so, 24-7. Welche Mod? What? Normal. Ja, okay. Ja. Ja, geht nicht. Ist der Server ist voll und drei Arten auf dem Server. Ey, unser World of War ist wieder unser Hardcore Gold mit Ban Only. Wie viele Leute drauf? 30 von 48. Läuft. Ah! Ah! Okay. B. 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 D hab ich schon gesagt, du Depp. Achso, dann D. Dann nehme ich Z. So. Dieter. Immer die Cheaten, dieser Junge. Oh, Mama. Wo ist Mama? Arbeiten. Meine auch. Hier einfach fünf Gegner vor mir vorbei rennen und ich mit 200 Schussmagazin drauf rotz. Läuft. Hör auf mich zu schießen, du Nutte. Was macht ihr denn da für Scheiße, Jungs, ey? Ich spiel Bev. Dein fucking Ernst, ich seh's gerade, Alter, im kompletten Server-Chat, ne? Ihre Beschreibung wurde von Codename Penny geändert. In, und das werde ich nicht aussprechen. Ich bin schwul! Ja, das bist du, ja, da hast du recht, Penny. Nee, das hast du ja in der Beschreibung stehen. Also von nee, daher. Aber ich hab's ja nicht gesagt. Du hast es aber in der Beschreibung gerade öffentlich zugegeben. Ich hab's auf der Aufnahme, dass du gesagt hast, dass du schwul bist. Ja, ich hab also, nur deine Beschreibung geschrieben. Jetzt weißt du die komplette Wahrheit über deinen Penny, ne? Du weißt sie komplett, er ist schwul. Ja, und ich bin mit Epic verheiratet, und du? Psst, ab doch meine Freunde nicht wissen. Guck doch mal bei Teamspeak, wir beide haben einen Ehering. Einen goldenen. Ach, deswegen hast du mir den Ehering gegeben. Verdammt. Scheiße. Scheiße, Alter, damit hast du mir gerade mega gegeben, ey. Oha. Zerrissen, ey. Zerrissen. Aber in Deutschland darf man doch gar nicht heiraten. Doch. Also als Schwule nicht. Hä? Darf man hier doch nicht.
Hä, natürlich. Ach, wir waren in Urlaub. Was, ist Deutschland immer noch so hart asozial, ja, dass sie nicht den Gleichgeschlechtlichen die Ehe erlauben? Nein, dürfen wir nicht. Oha, Deutschland, Alter, was ist los mit dir, ey? Das Amerika noch... hat sowas. Ja, seit einer Woche oder so, oder keine Ja, Ahnung. Aber Amerika, das vor Deutschland hat, ja, das ist so, Alter, Deutschland, ne, ohne Witz, schäm dich. Dass du nicht mal zwei Schwulen oder zwei Lesben die Ehe erlaubst, das ist schon echt jämmerlich. Da würde ich wirklich ausziehen aus Deutschland, ey. Ey, Daniel. Ah, meine Eier, ja. Hast du in einer Runde auf Shanghai, auf Hardcore, 40 zu 7? War ich. Hatte ich jemals schon mal 40 Kills? Nein. Wieso fragst du dann so dämlich? Wird das sein. Ey, kennst du das? Dein zweiter Bildschirm. Manchmal flackert das so und dann wird das lila und dann musst du wieder irgendwie berühren, damit er wieder normal wird. Kennst du diesen? Nee, ich arbeite nur mit einem Monitor. Lol, wirklich? Ja, ich arbeite mit einem Monitor und ich hab auch noch einen. Das reicht mir vollkommen aus. Sag mal, Epic, kann sein, dass die Grafikkarte auch mehr zieht, wenn zweiter oder dritter Bildschirm dran ist? Ja. Okay. Aber nur minimalistisch eigentlich. Okay, na dann ist eigentlich... Der reißt aber trotzdem. Reißt trotzdem, ja. Weil du halt drei Monitore aushalten musst, beziehungsweise... ja, okay, bei drei Monitoren macht das schon einen ordentlichen Unterschied. Ich habe insgesamt nur zwei. Wie viele Monitore hast du angeschlossen? Insgesamt nur zwei, sage ich noch einmal. Zwei, ja. Ja gut, aber kannst du ja mal ausprobieren, einfach mal Battlefield nur mit einem Monitor halt anzuspielen. Kann sein, dass es dann funktioniert besser. Weiß nicht. Ja, weil ich glaube, das auch wegen der Grafikkarte, weil der muss ja für zwei Monitore arbeiten, oder nicht? Aber das macht doch rein theoretisch der Prozessor, oder nicht? Ja, das denke ich. Quatsch. Alles, ist nicht was der Prozessor? Alles, was mit Bild zu tun hat, ist Grafikkarte. Ey, Paddy, ich habe auf dem Server 115 zu 48, 2,40 KD. Ey, Paddy, übrigens, ne, diese Maus, ne, die ist immer noch nicht angekommen. Ich habe mir vor zwei Tagen ein neues Modem bestellt und das ist gestern angekommen, direkt. Ja, ein Tag hat sie gebraucht. Und dein Paket ist immer noch nicht da. Ja, was kann ich dafür? Nix. Ich weiß aber wieso. Weil die laufenden Pakete, die jetzt immer wieder neu hinzukommen, werden direkt ja ausgeliefert. Und dieser Riesenstapel, der sich angesammelt hat wegen dem Streik, wird nach und nach immer weiter ausgeliefert. Das heißt, ich habe noch Hoffnung, dass diese Maus erscheinen wird, aber erst noch später. Leider. Oder sie kommt gar nicht mehr. Das wäre schade und scheiße. Ja, das also Schadscheiße. Was wäre das hier nochmal für eine Maus? Eine Rocket, wa? Oder was? Nein! Ich geb die doch bestimmt nicht meine Rocket-Maus. Das war Spaß, Alter. Welche Maus war denn das nochmal? Logitech. Ah! Ernsthaft, ihr stellt Rocket über Logitech? Was hatten ihr für welche? Nein, Rocket habe ich zwar... Mit der zocke ich ja gerade. Lol, sind gerade zwei Gegner direkt an mir einfach vorbeigerannt und schlag Lol. Einfach an der Flagge. Wieso hast du die denn nicht weggesnackt? Hab ich ja. Sind einfach dumm an mir vorbeigerannt. Ja, läuft bei denen, oder? Naja. Naja. Hallo und tschüss. Ja. Hey, Epic. Ja. Du fehlst hier gerade auch voll auf dem Server, Alter. Ja, ich bin gleich fertig. Ich will nur die Runde zu Ende spielen. Warte, wieder Tank Camp? Was für Camp, Tank Camp, Alter? Wie er sich immer darüber aufregt, das ist so witzig. Er wird ein Tanker bezeichnet als Camper, nur weil er im Tank hockt und alle killt. Ja, das hatte ich vorhin wieder, wo ich, ja, habe ich gesehen, auf Facebook hast du es gepostet. Alter, das hat mich Ach komm. Hat mich die aufgeregt. Auf jeden Fall, ich guck nochmal kurz. Es war, Alter, was postet ihr Selfies?
Ja, denk dran, du nimmst immer noch auf, ne? 48 zu 8. Gestern Abend. Daniel. Was los? Denk dran, du nimmst immer noch auf, ne? Weiß. Ich hab's vergessen. Das war alles okay. Ja. Du musst dann viel schneiden, ne? Gar nicht sicher, das ist alles drinne. Na dann. Wenn ich schneiden sollte, das ist kein Problem. Hallo, 5 Minuten Arbeit, fertig ist die Sache. Na dann. Womit schneidest du überhaupt? Da es jetzt ein Audio-File ist, mache ich das wahrscheinlich mit Audacity. Wäre es ein Video, würde ich das mit Camtasia Studio machen. Okay. Womit renderst du? Camtasia Studio. Also dieses Video hier auch. Cool, Maker. Okay. Bringt das Rendern überhaupt? Das macht die Datei kleiner, oder? Ja. Ja, und dadurch kannst du schneller hochladen. Oh. Sehr praktisch das Rendern. Auf jeden Fall empfehle ich nur. Ich weiß noch, mein Anfang auf YouTube, ohne Scheiß, ne? Ich habe ein Video habe ich hochgeladen, danach habe ich gegoogelt, Alter, wie man die Dateien kleiner macht, weil ich zu blöd war. Ich habe eine ganze Gigabyte, Alter. Ja, weil über 3 Tage habe ich 20 Gigabyte Video hochgeladen. Oh Gott. Ja, weil ich nicht wusste, dass man rendern muss am Anfang. Und dann habe ich so geguckt, ich habe ein paar Videos geguckt von ein paar YouTubern und die so, ja, muss noch ein paar Videos sein. Warte. Ja, und dann habe ich erstmal mit Windows Movie Maker gerendert und danach bin ich auf Camtasia umgestiegen. Okay. Ja, ich bleib beim Movie Maker, weil ich halt da... Ja, ich finde Camtasia Studio handlich, weil da kannst du alles halt besser machen, finde ich. Ja, klar, aber bei mir ist es so, ich packe die Videos noch rein und Intro voraus und dann zeig einfach rendern auf 1080p, das war's, mehr mache ich gar nicht. Ja gut, du machst auch nicht immer Musik im Hintergrund. Habe ich jetzt die letzten paar Folgen auch nicht gemacht, aber meistens mache ich halt immer Musik in den Videos. Ist halt besser, falls mal eine stille Pause kommt, dass man immer auch noch ein bisschen Musik hört, so. Ich frag nur, weil ich will heute anfangen, Guild Wars Videos zu machen mit einer Kollegin. Oh, mit deiner Kollegin? Ja, okay, ich kenne deine Kollegin, ja. Oh, okay. Okay. Was du schon wieder denkst? Ja. Ich will nur mit dir ein bisschen spielen. Nix, ja. Ich leck mich am Arsch, ja. Weiß es wie nur ein bisschen spielen. Hier ist halt ein bisschen. Junge. Sie will nur ein bisschen spielen, aber wie? Das hat sie ja nicht gesagt. Du weißt doch, ach komm, Gewehr, ich will ein bisschen spielen, Joystick und so. Yeah. Dann geht natürlich immer zweideutig gleich los. würde ich meiner Freundin nicht antun. Hä? Ich dachte, du bist mit Paddy zusammen. Was? Oder wer und von Paddy? Euch beiden ist jetzt die weibliche Person in der Mitte? Er! Paddy! Ich war schneller! Verdammt! Er war schneller, also Epic ist die weibliche Person. Hey, also Paddy hat die Hosen an. Paddy ist der Mann. Ich hab immer die Hosen an, ja. Nur weil ich Recke gemütlich finde. Alter. Das ist der. Ich hab die direkt gemobbt. Alle, Alter. Vor allem, wenn eure Freundinnen das sehen sollten, dann werden die wahrscheinlich wirklich denken, dass ihr schwul seid, Alter. Warte, links, rechts erstmal. Wie kannst du mir das sowas antun? Danach auf dem Hintern. Ja. Warte, was? What the fuck, Alter? Was ist so falsch bei mir? Ah ja, man muss Spaß im Leben haben. So sieht's aus. Alright. Wir haben es jetzt 10 Uhr.
Werden eigentlich die Audio-Files von TeamSpeak gesaved, gespeichert? Ich mach's momentan auf. Ich mach's auf dem Desktop, um es besser unterscheiden zu können zwischen den anderen Audio-Files, die ich alle habe. Okay. Ja, deswegen, alles ganz easy. Ich hab's jetzt auf dem Desktop, ich sehe diese Datei hier, das heißt, wenn ich auf einer kompletten Zustand, die schmeiße ich dann einfach in Camtasia rein, irgendein Gameplay dahinter, was ich aufgenommen hatte, passt ja, dann läuft der Hase, ne? Ja. Nimmst du eigentlich auf und Audio mit einer Software oder benutzt du da zwei verschiedene? Wie meinst du das? Ja, wenn du Gameplay aufnimmst. Also die meisten machen das so, die nehmen die Stimme, wenn die Mehrspieler machen, im TeamSpeak auf und ja, das Video halt mit Fraps. Manche machen es aber auch so, die nehmen nur mit Fraps auf und haben auch dort gleich die Tonspuren mit. Ich mach's unterschiedlich. Manchmal so, wie es mir gerade passt. Ich mach alles unter Bandicam. Bandicam, okay. Bandicam läuft alles flüssig. Hast keine Probleme, wird doch extra, kannst du einstellen für YouTube die Videos. Finde ich auch ganz gut. Boah, ja. Jedem seins, wa? Ja. Ich hatte eigentlich vor, mit Open Broadcast Software aufzunehmen und... da würde ich dir was... Nee, Open Broadcast ist zwar echt gut zum Streamen, okay, aber so zum Aufnehmen völligster Bullshit, würde ich sagen, weil wenn du diese Dateien fertig hast, sind sie zwar mega klein, weil das Programm das gleich auch rendert, aber die Dateien kannst du nicht mehr schneiden danach oder dein Intro vorschneiden oder sonstiges, weil das weder im Windows Movie Maker funktioniert, noch bei Camtasia Studio, ja. Und auch wenn du es auf MP4 umstellst? Dann ja, dann müsste es funktionieren, aber ich habe nirgendwo in den Einstellungen gefunden, dass du es in MP4 umstellen kannst, deswegen. Das Problem ist, du kannst es umstellen, dann wird aber dein Audio aus irgendeinem Grund nicht aufgenommen. Also was ich dir dann noch empfehlen kann, ist so ein Encoder. Den benutze ich, um damit die Videos noch kleiner werden. Weil er encodet die Videos dann nach dem Rendern und dann sind sie noch kleiner. Das ist mega praktisch und auch cool. Ich nenn dir mal dieses Programm, das lädst du dir runter. Dann ziehst du einfach das fertige Video, das du von Open Broadcast aufgenommen hast, da rein. Und er encodet es und du kannst es einstellen, dass das in MP4 1080p encodet und dann kannst du es hochladen oder halt ja, gut, normal rendern. Ich kann auch direkt von Anfang an mit einer anderen Software aufnehmen, also wenn ihr mir sagt, das ist scheiße, dann nehme ich das nicht, ne? Ja, aber ich encode halt jedes Video nach dem Rendern sowieso, weil die Datei halt kleiner wird, ne? Ja. Aber ich schick dir jetzt mal trotzdem hier den Namen des Encoders. Jo, schick mal. Also Aufnahmeprogramm Bandicam oder was? Oder halt Fraps, also... Also bei Bandicam ist das Gute daran, du kannst halt entsprechend deine Webcam mit aufnehmen. Weil ich ja eine HD-Webcam habe, deswegen mache ich das über Bandicam. Ja. Weil du kannst deine Webcam mit anschließen, also ist mit drin, wird rechts oben bei mir zum Beispiel angezeigt. Die Qualität finde ich bei Bandicam eigentlich ganz gut. Bei Fraps natürlich auch. Weil ich habe ja Fraps auch jahrelang benutzt. Nur da hatte ich keine Webcam. Jetzt mache ich alles über Webcam. Ja. Und Bandicam ist eigentlich ganz gut. Wenn du die gecrackte Version alles haben willst, dann geht das. Okay. Gecrackt? Ihr crackt euch die Sachen, ich kauf sie mir. Ha! Der war gut. Du weißt doch, cracken ist nicht gut, Paddy. Naja. Ach ja. Tut trotzdem jeder. Also, ja. Epic, ich gebe dir jetzt einfach mal den Link. Ich habe das ist mit denen, was ich aufgenommen habe. Ich habe da mal ein Video draus gemacht. Ja. Tutorial. Kannst du dir dann, wenn du willst, mal angucken. Vielleicht kannst du dir überlegen. Aber Fraps ist auch gut. Ja, also ja, ich nutze ja Fraps immer. Kein anderes. Mit Fraps komme ich irgendwie nicht klar. Wieso kommst du mit Fraps? Also bei mir, ja, folgendes Problem. Ich fange an aufzunehmen und nach 2 Minuten bricht er ab. Oh ja, dann hast du wahrscheinlich nur die Testversion erwischt. Du brauchst natürlich eine angemeldete Version oder halt eine gekaufte Version, damit es ordentlich funktioniert. Und die kann ich dir schicken, denn ich habe diese Version. Ja, dann schick mal. Habe ich dich bei Skype?
Ja, du hast mich bei Skype. Schreib mich mal an bei Skype. Da muss ich jetzt Skype starten, ich zock gerade. Ja, ich... ja auch, deswegen. Kannst du nicht TeamSpeak schicken? Sollte ich nochmal wegschicken? Kurzzeit Gedächtnis. Nein, Spaß. Fraps war. Also Fraps muss man kaufen, oder wie? Ja, na klar. Genau so wie Bandicam. Oh ja. Ja. Aber ich muss sagen, von Fraps bin ich sehr, na wie heißt dieses Wort nochmal, wenn man... Sehr zu, ja, ich bin sehr, sehr zufrieden, ja. Zufrieden mit Fraps. Zufrieden. Ja, zufrieden. Die Dateien sind meist, also eine Minute ist meist so bei mir 1 Gigabyte. Oh, ja, das ist zu viel, das ist ja bei mir wieder weniger. Das ist ein Minuspunkt, da hast du recht, aber nach dem Rendern beträgt das Video nur noch 300 MB und wenn ich das dann noch encode, hat es nur noch 100 MB, meistens. Okay. Also 100 MB hochladen, 10 Minuten oben ist es. Ja gut, aber dann nehme ich lieber direkt mit Bandicam auf. Keine Ahnung, ich gucke mir einfach beide an und entscheidest dich. Das, was besser ist, das kaufe ich dann. Natürlich. Wie war dieser Werbespruch nochmal? Guck dir beide an und entscheide dich. Ich auch. Nee, probier beide und entscheide dich. So war das von Twix, Junge. Probier beide und entscheide dich. Ich find's halt immer so behindert, dass Leute sagen so, downloaden ist scheiße. Aber im Endeffekt, ich kenne sau viele Leute, die haben sich Spiele gecrackt, gedownloadet und im Nachhinein haben sie das dann gekauft, weil sie das Spiel halt geil fanden. Warte mal kurz. Was hast du für ein Avatar-Bild bei Skype? Ich, Samurai, glaube ich. Oder eine Tür, keine Ahnung. Nee, da ist so ein Samurai mit, der Blub, wa? Blub. Ja, hier ist es, Blub. Leonardo Portugal, ja okay, das bist du. Ja, der Portugiese. Der Portugiese war's. Oh, wie rassistisch sich das angehört hat, Alter. Der Portugiese war's. Ups. Ja, ich hab nichts gesagt. Ach ja. Hier bei Elite. Hier hast du die Elite-Version. Von Fraps. Und was ist sonst noch so passiert bei dir so epic? Ja, was? Was ist bei dir sonst noch so die Woche passiert? Auf dem Stress. Ich hab mit Schule bin ich jetzt fertig, Fachabitur in IT-Technik. War wohl nix. War nicht so ganz das, was ich so dachte aus dem Job. Okay. Ist doch ein bisschen sehr Mathe-intensiv und Mathe kann ich nicht wirklich leiden. Und, ja, ich auch nicht. Ja. Mathe 1, ja. Ja, selbst wenn du Mathe 1 hast, musst du nicht Mathe mögen. Nein. Ja, Mathe 1. Naja. Um Mathe 1 zu kriegen, musst du Mathe leben. Keine Ahnung. Also es... Naja. Musst du Mathe leben? Auf jeden Fall... Ja. Auf jeden Fall fange ich jetzt an zu arbeiten, August. Ja, was machst du denn? Bei Engelbert Strauß. Sponsoring und so. Oh. Ja, im Lager halt. Kommissionierer, so Job halt, solange ich keine Ausbildung krieg. Ja. Ja, musst jetzt bis September warten oder so, wa? Wieder. Jop. Also ich habe schon einen Haufen Bewerbungen geschickt und die werden alle August oder Mai werden die so durchgelesen. Läuft. Ja. Ansonsten, ja, Freundin ist alles wieder gut, hat ein bisschen Stress, aber geht wieder alles. Ach so. Ja, ist doch schön. Ja, bald wird sowieso wieder Stress geben, weil sie ja erfahren wird, dass du ja mit Penny verheiratet bist. Ja, auf jeden Fall, ja. Naja. Ey, eigentlich müsste jetzt Sahnebär noch hier sein, wa? Der ist im Urlaub. Ach so? Der ist in Portugal, ja.
Er macht schön Urlaub. Der ist jetzt in Portugal. Jo. Läuft bei dem. Also soweit ich weiß, ist er noch in Portugal. Soweit du weißt, aber du weißt ja was. Weiß ja nix. Warte was? Ich glaube mein Kaffee ist fertig. Kaffee. Ja, kann ich nicht trinken, dann werde ich zittrig. Wie hast du schon Intos, Alter? Also ich habe gestern, glaube ich, 12 Tassen Kaffee getrunken in der Nacht. Hat heute Morgen um 5:45 Uhr aufgestanden. So, ich habe einen lila Bildschirm, ich habe Rechtsklick gemacht, habe einen lila Bildschirm, geil. Nee, ich habe warte. Ja. Nee, ich habe irgendwie, keine Ahnung, Probleme, was allgemein Energie Koffein. Aufnehmen geht. Oder Koffein. Ja. Also ich habe letztens zum Beispiel Monster getrunken auf einer LAN-Party. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ein Monster schon, weißt du. Oha, der hat dich also mega weggeflasht. Ja gut, es war dieser Doktor-Monster da. Ach, der ist voll pussier, finde ich. Also mir schmeckt der nicht, muss ich sagen, ganz ehrlich. Der schmeckt mir auch nicht, aber der hat Koffein drin wie Sau. Ja, der hat Koffein drin wie jeder andere Energy. Nein, der hat mehr drin. Der hat mehr drin? Ja, erhöhter Koffeingehalt. Never, Alter, der kann doch nicht mehr haben als die anderen Monster. Doch. Deswegen haben sie doch den rausgebracht. Ich habe mir das aber angeguckt und ich glaube, ich hätte da nicht so viel mehr Koffein gesehen wie bei den anderen. Ich hab auf jeden Fall mehr drin. Ja, okay, wenn du meinst. Weil, wie gesagt, der hat mich wirklich gekickt. Naja, ich habe davon 2 getrunken und... Gut, ich hätte den auch vielleicht nicht exen sollen, aber... Ja. Hab ich gesagt? Ich stell mir dich gerade so vor, du weißt, du nimmst so gerade an der Tasse Kaffee, Junge, und fängst dann an, voll so rumzuzittern, Alter, ja, okay, die ganze Nacht. Ja, auch nicht. So sehr jetzt auch nicht. Ich hab's gesehen, dass du drin bist, und ich bin tot. Oh, scheiße, Alter, ich glaube, ich hab einen Kabelbruch irgendwo in dem zweiten Bildschirm. Kabel. BTR bei... Das ja, der hat mich. Gut, ich spawn bei dir. Ja, ich gut, dann würde ich jetzt mal sagen, beende ich auch den Talk, denn so? Wenn die anfangen Battlefield zu zocken, kann erstens Paddy nicht reden, während er zockt. Sonst stirbt er immer. Und ich raste nur noch aus. Und er rast nur noch aus. Und ja, deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dieses Format, dann bringe ich das auf jeden Fall öfters. Jede Woche 1-2 Mal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hot Rap, bis dann. Tschüssi. Tschüss.